Damit herzlich willkommen wieder zurück bei Shadow of the Tomb Raider. Ja, klar, wir sind wieder voll. Alles klar, dann machen wir weiter. Oh, was Neues. Drücken Sie E im Sprung, um mit dem Hakenaxt über Klüfte zu springen. Ja, ich versuche die ganze Zeit das zu lesen, will meine Kamera darüber, aber es geht immer wieder zurück. Ich bin schon ein bisschen doof. Das ist die Schrift direkt vor. Naja, okay. Im Sprung E. Yeah. Das ist ja mal ein guter Einstieg gewesen. Jawohl. Also das war jetzt wirklich schnell und sehr riskant. Alter, komm. Der war gut. Alles auf volles Risiko gesetzt, immer ohne Schwingen und sonst was. Okay, ich muss vorsichtiger sein. Oh, ich bin schon abgesprungen. Ich muss weg. Ja, warte. Nein! Oh, also das ist eine blöde Funktion. Die ist einfach nur scheiße. Ist ja Zufall, ob die da trifft oder nicht. Ich muss weg. Wow! Alles gibt nach. Als ob das jetzt Zeitlupe war, oder? Weißt du? Na ja, gut. Haben wir aber eigentlich ganz gut gemeistert. Sind ja auch nur zweimal gestorben. Warum zeigt ihr mir das? Das habe ich doch schon tausendmal gemacht. Aber okay. Hä? Ich bin da schon so oft mit dem Hecht reingesprungen. Ja, das habe ich auch schon voll. Aber ich kann nicht... Oh, ich dachte schon, das ist irgendein böser Fisch, der angezeigt wird. Hä? Moment. Hey, sag mal, wie oft kann ich noch was rausholen? Ja, das haben wir schon. Na, okay, dann auf nach oben. Und? Alles klar. Das sehe ich. Ah, wieder. Ich habe doch wieder ein Hecht reingemacht. Aber okay. Wenn das Spiel meint, es war keiner, dann ist das okay. So, ja, jetzt. Das haben wir voll, das haben wir dann auch voll. Ja, dann gehe ich wieder zurück an Land und dann gehen wir weiter. Eigentlich wollte ich einen coolen Slide drunter machen, aber... Oh... Hier sollte ich, glaube ich, nicht sein, oder? Jonah, ich glaube, ich habe sie gefunden, die verborgene Stadt. Ich suche jetzt nach der Schlange mit dem silbernen Auge. Hat er nicht gehört? Der ist doch in der Höhle. Hast du schon vergessen? Mensch. Schlimm. Habe ich irgendwas eigentlich verpasst? Oh, ich bin... Oh, Alter, bin ich weit. Okay. Die Stadt. Gut, da haben wir alles vergessen. Das ist klar. Hier haben wir...
Aber das hatte ich ja auch eingesammelt, ne? Das weiß ich noch. Die Truhe. Gut, die habe ich wahrscheinlich. Okay, das kann schon sein, dass ich die vergessen habe. Hier haben wir alles. Hier haben wir auch. Haben wir mitgenommen, haben wir mitgenommen, haben wir mitgenommen. Haben wir auch mitgenommen. Hier war nichts. Und dann bin ich jetzt. Ja, wieso bin ich denn da oben? Achso, ich bin da lang. Bin ich auch da lang? Nee. Da ist ein Alpaka. Oh. Alpaka. Oh, und Wölfe. Oh, nee. Aber es scheint gar nicht mal so schlecht bis jetzt. Guck, da habe ich alles gesammelt. Ach, das kannst du da sehen. 100% abgeschlossen. Ach. Ort unbekannt? 23... What? Doch so wenig? Hä, hey, mir fehlen mir sogar Lager. Ja, weil ich da selber noch nicht überall war wahrscheinlich. Geh mal stark davon aus. Die, oh gut, da habe ich natürlich 1%. Ah, das, ja gut, das war Prüfung des Adlers. Okay, egal. Machen wir mal weiter. Ich bemühe mich zu sammeln, aber... Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, ist alles voll, ich weiß schon. Ich könnte ja aber eventuell F4... Dann kann ich wieder irgendwie was tragen oder so? Nein? Okay. Nehmen wir mit. Oh, was ist hier? Hallo? Cool, nehme ich mit. Danke euch. Gestern musste ich auch das letzte Maultier töten. Es hatte sich ein Bein gebrochen, also hatte ich keine Wahl. Aber ich glaube, ich habe es gefunden. Ich bin auf ein verlassenes Dorf gestoßen, das Set sein muss. Ich wünschte nur, Vater wäre noch am Leben. Ich werde hier über Nacht Rast machen und den Ort morgen gründlich durchsuchen. Die Welt wird erfahren, dass ein Forset die verborgene Stadt gefunden hat. Tja, Lara, da warst du wohl zu spät. Bin ich auch schon voll. Aber ich sehe, dass das eine Hütte sein soll, glaube ich. Alter, hat mich gerade gerissen. Oh, das ist... Das sind zwei Alpakas. Kann ich die streicheln? Kann ich anscheinend nicht. Tja, die Frage ist, was mache ich jetzt hier? Jetzt kann ich aufreißen. Safe. Ja. So, da haben wir wieder was gefunden. Das kann ich auch gebrauchen. Das kann ich auch gebrauchen. Ein bisschen gesammelt hier drin. Das ist wahrscheinlich... Dachte ich mir schon. Wer ist da? Hallo? Fast. Hallo? Ich dachte erstmal, dass es Lara war, aber... Komm schon. Ich kann sie hören. Nö, lass mal. Ich mag noch ein bisschen umschauen, kurz. Nicht, dass ich irgendwas verpasse. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ist da hinten gerade ein Lurch oder ein Krokodil gelaufen? Ich war mir echt kurz sicher, dass da irgendwas gekrabbelt ist. Achso, hier bin ich reingekommen. Da hinten war ich. Da ist auch nichts Besonderes. Da muss ich hin. In dem Haus.
war ich auch. Nee, bei dem Haus war ich gar nicht. Nee, hier war ich doch noch nicht. Fehlende Ausrüstung, verdammte Axt. Du siehst giftig aus. Ich bin von hier gekommen. Alter, hier ist gerade ein bisschen complicated. Was ist dann hier? Aha. Also prinzipiell kann ich das mitnutzen. Das ist nur zum Sammeln, Sammeln. Da sind wieder ein paar Erze. Die ich mir gönne. Wo waren die? Da. Ich hab da mal. Das ist aber. Andere Pflanze, oder? Ah, das ist aber auch voll. Genauso wie das da ist auch voll. Gut, dann gehen wir nach oben. Und hinten an Land, ob da irgendwas Schönes ist. Bestimmt irgendein Geheimnis. Ja, Geheimnis jetzt nicht, aber ein paar Sammelsachen. Oh, doch. Zum Ausgraben. Oh, voll erschrocken gerade. Nein, 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 nein. Ah, da ist 100 Pro was. Ich mach die alle kalt. Pass auf. Oh! Ey, sag mal, wie schnell muss man da AD drücken? Oh, die sind doch stärker, als ich dachte. Selbst mit einem MG. Die hole ich mir aber. Habe ich das jetzt eingesammelt? Oh, nee. Ja, das sammle ich im Nachhinein ein. Bevor ich nochmal sterbe. Nummer 1. Nummer 2. Oh, ich muss nachladen. Oh Mann. Adi, 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 adi. So, der Next ist down. Wow, wow. Ich muss nachladen. Nein! Was tust du? Nein! F1. Oh. Gott. Lad mal nach. Habe ich jetzt schon mal? Lol, wann hat die nachgeladen? F1. Wie? Ist doch alles grau hier. Hey, wo ist er hin? Ich ihn doch irgendwie noch erwischt. Naja, auf alle Fälle haben wir jetzt das. Karte aktualisiert. Aha, okay, okay, okay. Da ist ein bisschen was. Ich weiß zwar nicht, wie ich da hinkomme. Das können wir uns auch noch holen, aber ich glaube, da muss ich da hin. Das Hammer, mehr ist hier anscheinend gar nicht. Hätte ich ja lang suchen können. Ich war mir so sicher, dass da viel mehr ist. Oder der ist abgehauen, das kann natürlich auch sein.
Aber da kriege ich endlich mal ein bisschen Leder oder Fell, je nachdem, was das sein soll. Halt, da war ja noch irgendwas. Unsagbare Reichtümer. Plus 2, den haben wir schon, ne? Wo ist der andere hin? Oh, Alter. Katze, erschreckt mich nicht so. Na gut, jetzt können wir uns noch dieses Erz holen. Ah, ich könnte da lang, glaube ich. Ich bin von da gekommen und da kann ich lang. Und da kann ich vielleicht auch zu den zwei Geheimnissen. Hä? Habe ich das jetzt doch schon geholt? Ah, ist anscheinend doch schon irgendwie abgeholt. Nachgeladen. Ja, da sind noch Wölfe, eindeutig. Der wieder ins Gebüsch gegangen ist. Hä, das war doch ein Wolf. Ich muss ganz kurz in die Map gucken. Wie komme ich da hin? Oder komme ich da im Nachhinein hin? Ist es überhaupt noch in der... Ist in dem Areal, ja. Oh, das ist ja mal blöd jetzt. Wegpunkt setzen. Ah! Ah! Oh Gott! Da komme ich ja gar nicht hin, ohne... Ich brauche irgendwo... Was ist eigentlich hier? Eine Höhle. Und was zum Sammeln? Kann ich da hochklettern irgendwo? War die Höhle jetzt echt nur zum Sammeln? Obwohl. Nee, da komme ich nicht hoch. Die war echt nur jetzt zum Sammeln da. Also hier hoch komme ich irgendwie gar nicht oder irgendwas Ähnliches. Ist überhaupt nicht. Es war wirklich nur wegen dem einen. Ja gut, ne? Wenn man kann, kann man. Ich will wissen, wie ich da hochkomme. Ich muss da hoch. Ich könnte doch auch einfach nur einen Pfeil da hochschießen, hinfallen lassen, dann hochklettern. Es ist ja schon fast frech, dass ich da irgendwie... Von der anderen Seite irgendwo? Nee. Auch eher weniger. Ah, da kann ich auch noch reinschwimmen. Sehe ich gerade. Und noch was zum Sammeln, aber leider auch nichts, wo ich mich daran... hängen kann. Das nervt ja schon fast. Ich will die Alpakas nicht töten. Die sind total süß. Ich glaube, das muss ich irgendwann mal machen. Wahrscheinlich fehlt mir da irgendeine Ausrüstung. Oder von woanders. Das kann natürlich auch sein. Oder von der Höhle aus. Habe ich da irgendwas übersehen?
War ich da zu aufgeregt wegen den Wölfen? Hallo? Naja, ich gehe jetzt erstmal da hoch. Hallo? Ich kann dir helfen. Geh weg! Du darfst nicht hier sein! Oh, hallo und zur Sprache. Hör mir zu. Ich weiß, es tut weh, aber... Mauputul! Nimm halt dein Gewehr. Trinity. Ich helf dir. Danke. Puede! Puede! Wer bist du? Weswegen bist du hier? Ich bin Forscherin. Lara Croft. Sie kommen wieder. Wir müssen verschwinden. Bringt sie mit. Du bist nicht nur mein Sohn, sondern mein Erbe. Begib dich nicht in unnötige Gefahr. Hätte diese Frau uns gefunden, wenn du nicht dort gewesen wärst? Ich bin froh, dass nichts passiert ist. Wie hast du uns gefunden, wenn du kein Mitglied des Kults bist? Ich bin einer Karte aus einem Tempel gefolgt. Ich habe erwartet, Ruinen zu finden, nicht euch oder etwas wie das hier. Wieso hat der Kult deinen Sohn angegriffen? Ich habe ihre Abzeichen erkannt. Ich kenne sie als Trinity. Ich versuche, sie aufzuhalten. Wovon willst du sie abhalten? Sie suchen nach einem Artefakt. Es sieht wie eine silberne Schatulle aus. Sie gehört zu einer Mondgöttin. Wieso willst du das? Willst du es stehlen? Verkaufen? Nein, aber es darf Trinity, dem Kult, nicht in die Hände fallen. Sie sind sehr gefährlich. Wieso? Was haben sie dir getan? Sie haben meinen Vater getötet. Kann ich dir was zeigen? Weißt du, was das ist? Das ist Paititi. Du bist bereits hier. Die verborgene Stadt. Aber was bedeutet dieses Auge? Das ist der Tempel des Todes und der Opferung. Denkst du, dein Artefakt ist dort? Ja. Niemand ist je von dort zurückgekehrt. Ich möchte es versuchen. Das wagst du nur, um den Kult aufzuhalten? Ja. Bringt ihn zu mir. Jonah. Geht's dir gut? Kennst du diesen Mann? Er ist mein bester Freund. Ist Abby... Ihr geht's gut. Wer sucht noch nach dir? Niemand sonst. Ich glaube, wir verfolgen dasselbe Ziel. Wir bringen dich zur silberäugigen Schlange. Dein Freund bleibt hier. Wenn du lügst, wirst du nicht weit kommen. Und ihm wird es nicht gefallen.
Das ist doch nicht nötig. Ist schon gut. Ich warte hier. Edsley, bring dieser Frau frische Kleidung. Uchu, du bleibst bei ihm. Ich bin so schnell es geht wieder hier. Okay. Ganz hübsch hier. Sei still. Das ist unglaublich. Ich kenne deinen Namen nicht. Oh, entschuldige. Als Rebellenführerin muss ich vorsichtig sein. Ich bin die rechtmäßige Königin, Unurato. Edsley, du schuldest mir noch einen Bericht. Ja, Mutter. Da war etwas, heute Morgen. Ja? Ich habe gesehen, wie Haka mit seinem Nachbar gestritten hat. Er schien wütend zu sein. Als ich näher kam, waren sie plötzlich still. Dann haben sie gelacht, als hätte einer von ihnen einen Witz gemacht. Er plant irgendetwas. Gut gemacht. Danke, Mutter. Hey. Hi. So, wenn ihr mal alle fertig sind mit Reden, dann kann ich auch mal wieder was sagen. Wie du siehst, bleiben Geheimnisse in Paititi nicht lange geheim. Solltest du von unserem Plan abweichen, erfährst du davon. Ist schon klar. Ja, sehr interessant alles, dass so eine ganze Stadt irgendwie nicht entdeckt worden ist. Sie ist hier, um etwas für mich zu suchen. Mach dir darüber keine Sorgen. Die Frage ist... War Vater in meinem Alter ein Speer? Er war ein Jäger. War er grausam? Wenn es sein musste. Aber er war auch sehr gütig. Interessant ist halt, dass Trinity jetzt irgendwie so es nochmal gibt, beziehungsweise hat Trinity einfach nur das Zeichen von diesem Kult so gesagt übernommen oder gehören die wirklich zu Trinity oder weiß Trinity davon? Also dieses Trinity, was Hallo, sieh dich um, wenn du willst. Lara, ja. Ich erwarte dich auf dem Markt jenseits des Flusses, wenn du bereit bist, die Schatulle von X-Chel zu suchen. Er hat sie. Schluss, Taki. Du hast deine Würfel verloren? Gut. Aber nicht lügen. Der Kult verstärkt die Wachen. Warum? Wegen der Stürme. Wie können Wachen bei einem Sturm helfen? Erkläre ich dir später. Ich gehe jetzt einmal mit. Die hat zwar gesagt, ich kann mich umsehen, aber... Ich kann nicht laufen, großartig. Ich kann nur gehen, deswegen laufe ich da jetzt einfach mal direkt mit. Wunderschön. Hallo. Auf dem Markt gibt es alles. Edsley, sie hat sicher schon viele Märkte gesehen. Draußen? Ja. Aber kein wie unseren. Es ist nicht mehr weit. Ganze Männer haben Strings an. Ist ja sexy. Na, jetzt kann ich laufen. Ja, gut. Ja? Soll ich da vorgehen oder was? Ah ja. Hakan! Was ist das? Kultisten. Sie warten darauf, dass ihre Gottheit erscheint. Wenn die Katastrophen beginnen, wird der Gott Kukulkan geopfert, um die Sonne zu erhalten. Sonst kommt das Ende der Welt. Sie opfern einen Gott? Ihn zu opfern ist meine Pflicht. Doch der Führer des Kults will meine Position, um selbst zum Gott zu werden. Er glaubt, wir könnten aus der Welt ein von uns selbst erschaffenes Paradies machen. Die Welt neu erschaffen? Was? Ich hab das schon mal irgendwo gehört. Da ist er!
Ich weiß, wer das ist. Das ist Dr. Dominguez. Seht her! Endlich besitzen wir das Werkzeug zur Einheit und Erlösung. In Kürze werden unsere Träume von Frieden und Geborgenheit zur Realität werden. Sie nennen ihn schon jetzt Kukulkan. Aber sein wahrer Name ist Amaru. Er kommt eigentlich von hier, doch wurde von Fremden aufgezogen. Die Menschen hier glauben an ihn. Aber du nicht. Mein verstorbener Mann Sahiri war sein Bruder. Sie hatten verschiedene Ansichten zur Zukunft Paititis. Nach dem Tod Sahiris ist Amaru vollkommen im Kult aufgegangen. Ihr habt bereits den Sturm gesehen. Und ihr befürchtet, dass noch mehr Katastrophen kommen. Ich versichere euch, dass Paititi für immer und ewig überleben und gedeihen wird. Ich kenne Amaru. Wenn ihm wirklich gelingt, was er will, wird niemand, der an ihm gezweifelt hat, sein Paradies sehen. Er wird die Rebellen vernichten. Nicht, wenn sie die Schatulle nicht finden. Ja. Wir müssen sie unbedingt vor ihnen finden. Vielleicht spürt Amaru noch ein wenig Vernunft und Liebe. Tod allen Verrätern! Sie werden ihre Strafe bekommen! Hakan, hör auf! Wir müssen zuschlagen, solange wir noch können. Die Gerechtigkeit wird am Ende gewinnen. Du darfst die Rebellion nicht für Gefühlsausbrüche riskieren. Ätzli, erkunde die Gegend. Wir treffen uns an der Bergkante. Letzte Warnung. Verschwinde. Folge Ätzli. Deine Kleidung wird dich nicht lange verstecken. Ich kümmere mich um die Schatulle. Versprochen. Du warst gewarnt, friedlich zu bleiben. Ich war lediglich mit meinem Sohn spazieren. Amaru verliert langsam die Geduld. Es kommt nicht wieder vor. Jonah, kannst du reden? Ja, ich bin mit Uchu im Lager. Alles bestens. Dominguez ist hier. Er ist der Anführer des Kultes von Kukulkan. Dagegen kämpfen Unuratus Rebellen. Was? Er ist seit Jahren hier. Trinity kontrolliert Paititi. Wow. Ich gehe zum Auge der Schlange. Wir brauchen die Schatulle vor der nächsten Katastrophe. So, jetzt erstmal die Karte öffnen. Schauen wir mal hier. Ein sehr großes Dörflein. Mission verfügbar. Da weiß ich halt nicht, kann ich die ganzen Nebenmissionen dann auch machen, wenn... wenn ich das Spiel dann durchgespielt habe? Also hier ist ja gerade nichts zum Sammeln leider, aber ich glaube, ich gehe mal zum Turm springen. Haben wir hier, obwohl, da komme ich ja gar nicht hin. Mal gucken. Markieren wir mal. Ah, hallo. Ich habe das nicht markieren können. Mann. Na gut. Gehen wir einfach mal ein bisschen geradeaus weiter. Oh, schau ihn an. Ich und Ätzli haben oft zusammen gespielt. Aber in letzter Zeit sehe ich ihn kaum. Ich verstehe das natürlich. Er hat wichtige Dinge zu tun. Wichtig für uns alle hier. Aber er fehlt mir. Niemand konnte einen Stein weiter über den Fluss werfen. Dann lesen wir das mal.
wieder was Neues. Eine vollbusige Frau, um deren Hüften sich Schlangen ranken. Das ist Coat Lique, was wörtlich übersetzt so viel wie Schlangenrock bedeutet. Ein weiterer ihrer Namen ist Teteo Inan, die Göttermutter. Sie brachte den Mond und die Sterne zur Welt und hatte mehr als 400 Kinder, unter anderem den Sonnen- und Kriegsgott Huitzilopochtli. Neben ihrer Rolle als Mutter gilt sie außerdem als Zerstörerin allen Lebens. Es heißt, sie selbst wurde geopfert, um das derzeitige Zeitalter der Schöpfung herbeizuführen. Das müsst ihr mal aussprechen. Huitzilopochtli. Interessant. So. Ich weiß nicht, kann ich da eigentlich reinspringen oder sollte ich da reinspringen? Da kann man eh nichts zum Sammeln großartig. Das Wasser hier sieht schon sehr schön aus, ne? Das muss man schon sagen. Jetzt bin ich natürlich voll. Oh, ein Geheimnis. Als nach der langen Dürreperiode endlich Regen fiel, verließen die Ratten ihre Baue, um nach weiterer Nahrung zu suchen. Und mit den Ratten kamen die Plagen. Jene, die von ihnen befallen wurden, bluteten aus Nase und Ohren, bevor sie einen qualvollen Tod fanden. Sie starben in so großer Zahl, dass einst belebte Städte verlassen zurückblieben. Lass es immer mal ein bisschen durchlaufen. Wenn wir da hoch wieder. Also so in der Stadt zurechtzukommen, ist gar nicht mal so leicht. Da ist nichts. Fehlende Ausrüstung. Klar, ich mache einfach mal so Hütten dann voller Rotze auf. Ah, hier kann ich... Hier ist ein Lager. Habe ich neue Fertigkeiten? Ich glaube, nichts hätte mich auf Paititi vorbereiten können. Zwei. Sehr schön. Die Menschen, ihre Geschichte, was sie erlebt haben und wo sie heute stehen. Wenn man ihn so hört, Amaru, Dominguez, Kukulkan will nur Paititis Sicherheit. Aber ich weiß, was er dafür tut. So viel Tod und Grausamkeit. Ich muss ihn aufhalten. Schießen Sie Pfeile gleichzeitig auf zwei erfasste Ziele. Oh, nice. Das ist natürlich Hammer. Ich habe jetzt mal das gemacht. Nächsten Waffe-Upgrade, weil dann kann ich ein bisschen mehr upgraden. Und ich habe gerade gesehen, wenn ich E drücke. Schließen Sie zum Freischalten Spiele des Schicksals während Echos der Vergangenheit ab. Habe ich nicht schon das da gemacht, die Schmiede des Schicksals? Pfad des Herrick, habe ich das nicht schon ein bisschen gemacht? Genauso wie Heulen der Affengötter, irgendwie sowas. Ja, das kapiere ich nicht so ganz. Mal schauen. Aber jetzt mag ich mal ins Inventar gehen, weil ich jetzt natürlich die nächsten Waffen-Upgrades freigeschalten habe. Ja, das war klar. Da fehlt mir Leder. Ach so, ich habe hier meine. Die haben mir meine Waffen abgenommen. Aber ich kann es trotzdem verbessern. Okay, ich kann es trotzdem verbessern, das ist gut. Die Pistole nutze ich ja nicht. Dann gehe ich lieber wieder aufs Gewehr. Ich mach mal lieber die Präzision. Gut, dann wenn da noch was übrig ist, kann ich dann auch noch die Munitionskapazität verbessern. Perfekt. Gut, ne? Die Kleidung behalte ich an. Die gefällt mir eigentlich ganz gut. Passt hier stimmig dazu. Hi, was geht? Nehmen wir erstmal das hier weg und dann nehmen wir ihr das da weg. Unuratu ging durch die Menge zum Thron, stellte sich jedoch daneben, ohne sich zu setzen. Warum glauben wir diese Lüge noch immer? Fragte sie die Menge.
Kukulkan beherrscht diese Stadt und ich werde nicht länger lächeln und so tun, als wäre es anders. Ich werde keine Marionette sein, die auf seinen Befehl hin winkt und lächelt. Die Wachen schnitten ihr das Wort ab und führten sie fort. Dann rückten sie mit gezogenen Waffen vor, um die Menge aufzulösen. So, leider können wir nicht von dieser Höhle aus darüber. Das wäre schon schön gewesen. Eigentlich habe ich gehofft, dass ich irgendwie dahinter komme, aber ich glaube eher nicht. Nimm. Danke dir. Mit dem kann ich noch reden. Bist du hier, um der Hektik der Stadt zu entfliehen? Sie wird jeden Tag lauter und überfüllter. Die Menschen verändern sich auch. Sie wollen immer mehr. Ob Essen, Kleidung oder Schmuck. Ihre Blicke durchstreifen die Häuser ihrer Nachbarn und begehren, was sie sehen. Niemand scheint mehr mit dem zufrieden zu sein, was er hat. Das ist einfach zu viel. Manchmal möchte ich mich fortschleichen. Einfach in ein Boot steigen und den Fluss hinaufpaddeln. Ich würde es tun, aber ich kenne nur diesen Ort. Es wäre eine große Entscheidung. Ich muss wohl noch weiter darüber nachdenken. Danke fürs Zuhören. Eine Wolke hat sich schon verzogen. Fällt mir jetzt das auf, dass meine Beine angepinselt sind. Das gehört ja nicht zu den Schuhen, das ist ja irgendwie sowas wie ähnliches wie ein Tattoo dann. Das ist zum Sammeln, hundertprozentig. Ich kann nicht schießen. Doch, jetzt. Aha, okay, man nicht direkt auf den Frosch schießen, sondern eher drüber. Hier ist ganz schön was los. Wenn ich jetzt... Kann ich von da aus den Turmsprung machen? Karte aktualisiert. Ich finde nicht raus, was das bedeutet. Aha. Um die Monolithen zu entziffern. Oh. Hi, was geht? Das habe ich voll. Da war ich schon. Nee, da war ich nicht. Der kann ich wieder reden. Ishik, willst du eine Geschichte hören? Ja, red halt weiter. Ich wollte nur mal da reingucken. Etwa, ja, dann halt nicht. Doch, hier war ich schon. Ich bin nur rechts gegangen. Jetzt gehe ich links. Jetzt gehe ich da mal rein. Ich mag überall mal irgendwie reingucken. Ich habe so Angst, dass ich irgendwas verpasse. Da ist zum Beispiel wieder ein Sammelobjekt. Ein Dorfbewohner behauptet, er hätte auf den Straßen eine seltsame Kreatur gesehen. Er folgte ihr bis in eine ummauerte Gasse, wo sie verschwand. Eine Bürgerin berichtet von einem ähnlichen Erlebnis in der Oberstadt. Sie ist aufgewacht, als etwas versuchte, durch ein Fenster im ersten Stock zu klettern. Als sie schrie, ließ es sich auf die Straße fallen und verschwand. Ich bleibe an der Sache dran. Okay, ja. Jetzt haben wir irgendeine Sprache für Bess. Hier war doch noch was zum Sammeln, ja, da oben. Alle Dialekte verbessern. Kann jetzt mit... Weiß ich nicht, so schnell konnte ich nicht lesen, aber kann ich jetzt das andere lesen? Nee, ist hier nicht. Nö. Kann ich jetzt das lesen, was da steht? Das beschreibt etwas in der Nähe.
Kanäle bringen Wasser zu den trockenen Bereichen des Dorfes. Und sie haben mich mit sich genommen. Cool. Habe ich machen können? Steht eigentlich, habe ich das, vielleicht habe ich das letztens. Ach, was steht, was ist denn da? Missionsgeber. Ja, das ist mir schon klar, aber okay. Achso, das war gesperrt, konnte ich nicht lesen. Und das andere, das war hier oben. Zwei Wächter haben Fänge, zwei Wächter haben Füße. Ein Wächter hat beides, um mich besser zu beschützen. Warum ist dann so ein Kreis da? Wäre das ein Geheimnis gewesen? Hätte ich da irgendwas suchen müssen? Ich weiß es nicht. Sieht es bei dem anderen auch so aus? Warte, bei dem da? Konnte ich ja nicht lesen. Da, wo ich jetzt bin. Also da hinten, Alter. Ich bin ganz woanders. Ich glaube, das sind Geheimnisse. Oh Mann. Irgendwo hier in dem Bereich. Irgendwo hier, also direkt vor mir irgendwo. Das habe ich. Hey, das habe ich nicht voll. Krass. Aha. Schön, haben wir wieder was gesammelt. Hier komme ich nicht raus. Dann klettern wir hier mal hoch. Das muss ich ganz kurz überlegen. Und zwar, wie war der Spruch? Kanäle bringen Wasser zu den trockenen Bereichen des Dorfes und sie haben mich mit sich genommen. Irgendwo, wo Wasser ist. Irgendwelche Kanäle. Das da. Ich muss hier lang. Also ich muss dem Wasser, glaube ich, folgen. Ja, prinzipiell ist hier Ende des Kanals. Ah. Das ist großartig. Ich glaube, ich hab's gefunden. Akzeptieren Kinderautoritäten da, wo du herkommst, die Schick? Das gehört wohl einfach dazu. Grenzen austesten. Sind sie in Gefahr? Nein. Die Wachen drohen, aber als sie jung waren, haben sie auch Steine geworfen. Jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst, was war das für ein Schatz, den ich da gerade gefunden habe. Also, geil. Cool. Hat mich jetzt gefreut, dass wir den Schatz gefunden haben. Ich würde gerne noch irgendwie dahin kommen, aber ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wie. Da könnte ich auch noch hin. Upsala. Das kann ich leider auch noch nicht machen. Warum ich keinen Wegpunkt setzen kann, das verstehe ich auch nicht so ganz. Muss ich mich ja voll orientieren, hier irgendwie zurück. Den Weg, dann rechts und dann links. Den Weg hier. Zurück. Ich weiß leider nicht, wie weit. Ich glaube hier rechts und dann links. Bin ich hier richtig? Ja, genau. Nicht schlecht. Bisschen weiter zwar. Weißt du,
rechts von mir. Aha! Froschtotem. Gefunden und für gut befunden. So. Sind eh schon wieder 50 Minuten um. Ich weiß, die Folge habe ich jetzt viel in diesem Dorf verbracht. Warum ist das immer noch? Okay. Aber ich glaube, das ist ein guter Punkt zum Speichern und zum Abschließen bringen die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.